Willkommen zu dieser neuen Ausgabe Game Preview, heute mit dem Spiel Pechang, ein Spiel, das ich zugeschickt bekommen habe von den Entwicklern Pechang und Twistplay. Publisher ist Chilled Mouse, ein Spiel, das gibt's für die Nintendo Switch und auch für Windows, PC, Apple, Mac und Linux. Ist ein Casual Game, ein bisschen was kleineres, aber ich denke, das ist auch mal ganz cool. Wahrscheinlich geht es halt so Richtung, wie heißt es, Mutated Lawns, Grasscutter, genau. So, wir gucken uns einfach mal an, was uns erwartet. Let's play. So. Was müssen wir tun? Ich habe mal, also ein Freund von mir war mal kurz hier und hat das dann bei mir angespielt. Ich habe aber wieder voll vergessen, worum es ging. Ich habe selbst es noch gar nicht gespielt. Drücke ZL zum Aktivieren der roten Elemente. ZL, das ist da links, okay. Weiß immer nie so, ob das dann vorne oder hinten ist. Und schon versagt, Alter. Achso, okay. Ja, nice. Okay, let's go. Achso, jetzt muss ich noch mehr, okay. Schön. That's it. Gold, Alter. Das habe ich eigentlich gar nicht verdient, Mann. Ich hätte eher Holz verdient. So, Level 2. Drücke ZR zum Aktivieren der blauen Elemente, okay. Aha. Aber ein rotes Element gibt's hier jetzt nicht, ne? Und rein mit euch, rein mit euch, rein mit euch, rein mit euch. Alter, sogar mit Bullet Time. Mein Gott, Alter. Besser als Max Payne. Okay, ziemlich easy. Boah, Alter, wie heftig. Level 4 ist alles bisher sehr easy, also... Okay. Alles klar, alles klar. Also bisher ist es gar nicht herausfordernd, finde ich. Vergiss nicht, dass du die Farbe der roten und blauen Elemente durchdrücken... Was? Hallo, ich konnte es nicht zu Ende lesen. Ich hab nichts gedrückt, es geht einfach weiter. Wie frech. Okay. Wieso habe ich jetzt nur Silber? War doch voll gut, Mann. Ich muss nicht mal die Farben ändern. Okay. Level 6. Let's go. Kommt bestimmt wieder ein Tutorial. Bitte, bitte nicht wegskippen. Oh, es wird aber echt interessanter, muss man sagen. Also ich habe immer so Physikspiele gemocht früher. Besonders auf dem Smartphone oder damals hatte ich noch einen iPod Touch. Da habe ich mir so gerne Physikspiele runtergeladen. Also auf sowas stehe ich. So, wo bleiben die Bällchen? Gold, Baby. Was bringt mir jetzt eigentlich, wenn ich den Ventilator da umdrehe? Eigentlich gar nichts, ne? Ich kann da nur... Also ich muss dann... Ah, okay. Dann wird das auf verschiedene Tasten gelegt, dann kann ich... Okay, ich verstehe. Aber irgendwie... Jetzt fliegen die Kugeln voll drüber. Ist doch kacke.
Okay, ich muss quasi drücken, sobald die Kugel drüber fliegt, muss ich anfangen zu drücken. Vorher nicht, weil sonst ist es zu heftig. Okay. Ah, da oben, achso, da oben rechts sehe ich so eine Zeituhr laufen. Und je länger ich brauche, desto weniger, desto einen schlechteren Rang bekomme ich. Macht Sinn. Aber ich glaube, das ist auch eher so wirklich ein Spiel. Das sieht schon so ein bisschen so Smartphone-mäßig aus. Ach scheiße, ich krieg nur Silber. Ja, ich krieg nur Silber. Schade. Aber es ist gut machbar, sag ich mal. Alter, okay, langsam wird's komplexer. Okay, Multitasking, ich kann das leider nicht. Ah, es wird aber irgendwie, sehe ich. Ach du Kacke, ich muss ja sau viele Kugeln reinmachen. Ach du Scheiße. Ja, nice. Level 11. Oh, das sieht so ein bisschen nach Flipper aus. Oh, das ist Flipper. Flup. Flup. Das müssen wir eigentlich sau easy hinbekommen hier. Als alter Flipper-Profi. Nicht. Oh. Nein. Ach, scheiße, ich krieg nur Silber. Fuck. Schade. Aber es war eigentlich gar nicht schwer. Wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich es besser hinbekommen. So. Oh, Kacke. Also die Musik ist auch ein bisschen, die ist irgendwie schön. Die ist einfach so, weiß nicht, so entspannt, irgendwie fröhlich. Gefällt mir. Von der Musik her erinnert es mich so ein bisschen an Flowers. Dieses Spiel, wo man so eine Blüte von der Blume spielt und dann rumfliegt. Hat mir eigentlich auch ziemlich gut gefallen damals, auf der PlayStation 3. So, jetzt muss ich die Farbe ändern. Oder eigentlich muss ich, nee, eigentlich muss ich das gar nicht. Ich kann das einfach so lassen und einfach, genau. Dann treffen die sich immer in der Mitte, prallen ab und gehen dann ins Loch rein. Also ich finde, das Konzept gefällt mir. Das ist echt cool. Achso, oh. Okay. Ach du Kacke. Ah ja. Oh ne, jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Eigentlich müsste ich es gerade nochmal neu machen, weil jetzt laufen die Bälle nicht mehr synchron. Jetzt bin ich dezent verwirrt. Verdammt. Ah, scheiße. Mist. Ah! Oh, Alter, ich liebe diese Bullet-Time-Cam so. Oh!
jetzt passiert was voll Heftiges. Ich meine, bei Max Payne und sowas hat man sowas gemacht, wenn man den letzten Gegner killt, aber hier ist es dann die letzte Kugel, wobei, ist ja dann auch beides irgendwie das gleiche. So, ein Level mache ich noch, dann komme ich zu meinem Fazit. Ah. Okay. Oh, ich muss es anders verkehrt. So ist irgendwie weniger verwirrt. Verwirrend. Ich habe schon Sprachbindungs- oder Wortfindungsstörung. Sollte das jetzt mal irgendwie... Kacke, ich hab... Meine Zeit ist komplett vorbei gleich. Oh, shit. Krass, ich hab versagt. Oh nein, Level nicht geschafft. Ja, okay, das war auch ein bisschen kacke von mir. So, jetzt aber, jetzt hole ich mir Gold, Baby. Ah, und schon geht's wieder schief. Ach, Kacke. Wow, gut. So, Zone 4. Ich glaube, da kommt jetzt wieder ganz andere Arten von Level. Ich guck nur mal kurz rein. Ich will nur mal gucken, was da passiert. Weil es sind ja dann immer so ganz andere Elemente, die man hier bedienen muss. Okay. Okay, interessant. Achso, ich muss dann... okay. Ich muss unten und oben die Rohren befüllen. Okay, cool. Okay, aber jetzt höre ich wirklich auf. Fazit zu dem Spiel. Ich hätte nicht gedacht, dass es doch so abwechslungsreich ist. Ich dachte jetzt so nach den ersten 3-4 Leveln, oh, es ist immer so das gleiche Prinzip, aber nein. Es werden immer neue Elemente hinzugefügt, die das Spielverhalten ändern. Man merkt auch, man muss viel Multitasking machen, man muss aufpassen, weil die Bälle kommen von links und nach rechts. Ich kann mir vorstellen, dass es auch zum gewissen Grad so ein bisschen die motorischen Fähigkeiten etwas stärkt oder verbessert. Und ich muss sagen, es hat schon sehr viel Spaß gemacht. Also es ist auf jeden Fall ein kleines Casual-Game und wie gesagt, ich mag Physik-Games und mehr gibt es dazu jetzt eigentlich nicht zu sagen. Ich habe jetzt eigentlich nichts Negatives bemerkt. Musik ist eigentlich ganz schick gemacht und ja, also ein schönes Spiel, gefällt mir. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Computer sagt ja. Und unten in der Videobeschreibung auch wieder die Steam-Seite zum Spiel, falls ihr es euch mal selbst kaufen möchtet oder anschauen möchtet. Und dann würde ich sagen, das war's mit der Game-Preview heute. Bis dann, ciao.